Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bewegen uns mal wieder nach oben, denn wir haben hier jetzt die nötigen Eisenplatten hoffentlich dabei, um hier fertig zu werden und hier den Bau abzuschließen. Wir brauchen auch noch einen Biomasse-Burner hier oben. Das wollte ich hier oben unbedingt noch bauen. Power, ein Biomasse-Burner, den wollte ich jetzt erstmal hier reinstellen. So. Den könnte man eigentlich fast noch mit an die Gesamtenergieverbrennung oder Energiegewinnung mit anschließen, aber naja, gut. So, da machen wir ein bisschen was rein und dann gehen wir hier mit der. Mit dem 2 von hier nach dort. Und dann sollte die jetzt was herstellen. Und dann können wir hier mal mit der 3 ganz kurz da dran. Und dann sollte dort Wire entstehen. So. Nee, nicht Wire, sondern Cable, ne? Genau, hier kommt der Cable raus. Gut, dann sind wir also schon mal so weit, dass wir hier mindestens eine Cablefabrik haben. Ich bin noch nicht ganz glücklich, wie das draußen mit dem Förderband aussieht und wie das da so läuft. Aber gut, es ist jetzt erstmal so. Wir lassen es auch erstmal so. So, den ganzen Kupfer da mal reinziehen. Und dann kann das hier nämlich angebunden werden endlich. Dann haben wir nämlich hinten das Lager leer. Was uns zum nächsten führt, dann können wir nämlich drüben die Schmelze sozusagen in Betrieb nehmen für den ganzen Eisenkrempel. Also, dass dort jetzt nur Eisen gepresst wird und nur Eisen gekocht wird. So, wie es eigentlich auch mal ursprünglich mal geplant war. Ich glaube, ich muss noch mal nach Hause gehen. Ich muss diese Portable Miner, muss ich mir noch 2 holen, ne? Damit ich die ja noch draufsetzen kann. Naja, gut. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht eventuell noch mal eine Runde mit der Kettensäge durch den Wald gehen. So, bin ich zu dick, so passe ich durch. Schade. So. Dann müssen wir hier mal ganz kurz hingehen. Hier haben wir nämlich bestimmt 2 Portable Miner. Dankeschön, die brauche ich nämlich. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann müssen wir nämlich hier einen draufsetzen. Nee, Q müssen wir drücken. Produktion Miner MK1. Mit dem Ausgang durchaus in die Richtung hier. Und dann müssen wir hier hinten noch einen Miner MK1 können hier noch draufsetzen. Mit dem Ausgang in die Richtung. So, dann brauchen wir jetzt ganz kurz mal die F-Taste. Wir müssen das mal ganz kurz abbauen hier an der Stelle. Denn hier brauchen wir einen zweiten Merger, damit ein zweites Förderband dort rüber geht. Und das machen wir dann wirklich oben lang, glaube ich. Das ziehen wir dann nicht unten durch. Gut, das heißt, wir brauchen jetzt ein Förderband, was von hier bis nach da vorne geht, dass wir da einen Merger machen können noch. Brauche ich noch eine Foundation? Ja, ich mache mir noch eine Foundation hin. Oder? Ja, das sieht besser aus. Dann steht da jetzt noch eine Foundation. So, also hier nochmal eine Foundation ansetzen. So, dann machen wir hier einen zweiten Merger hin. Nee, Kuh. Das war bei Logistics. Merger. Der Ausgang soll in die Richtung gucken. Das ist vollkommen okay. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir hier an den Strommast dran vorbeikommen. Ich glaube, den muss ich jetzt wieder umparken hier. Das ist natürlich auch sehr, sehr sinnvoll wieder gewesen. So, komm mal mit. Ich bin nach da oben. Komm ich da nicht durch? Oh, Schmerzen. Ich muss das Förderband unbedingt noch anders verlegen hier. So. So. Der Pol kommt jetzt erstmal hier rein. So. Dann kommt jetzt die 2. Von da nach da. Und von da nach da. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier hinten noch einen Pol. 1 Pol. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, da haben wir noch einen Pol. Okay, der geht noch. Gut, 2. Daran. So. Damit dran. Von dir nach dort. Und dann kriegst du von hier Strom und du von hier Strom. So. Dann läuft das hier da in den einen Merger rein, was da hinten rausläuft. Okay, dann brauchen wir jetzt von da das Förderband. Von Conveyorbelt für diesen Merger. Und jetzt müsstet ihr doch eigentlich fördern, oder? Ja, da kommt es doch auch schon raus. Sehr gut. Dann müssen wir hier nochmal ganz kurz intervenieren und das mal ein bisschen
von dort hinten ranholen, dass das denn hier da dran kommt. So, den Ständer müssen wir hier noch wegmachen. Oder können wir von hier... Ah, mach doch mal bis dahin. Alles klar. So, dann müssen wir jetzt hier mal ganz kurz hoffen, dass wir hier den Berg jetzt hochkommen. Das geht. Da anschließen. Und dann sollte das hier auch gemercht werden. So, und dann haben wir hier ein schönes Förderband. Dann müssen wir jetzt mal hier ganz kurz die vier, die stellen wir jetzt mal hier in die Mitte hin. So, ein bisschen gedreht. In der Höhe. Und dann geht das von dort da dran. Und von dort da dran. So, das sollte dann Eisen sein. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir nämlich jetzt die nächsten Eisenquellen schon mit erschlossen und beziehungsweise lassen die schon für uns arbeiten. So. Oh. Hier fehlt natürlich auch noch eine derbe Verbindung drin. So. Dann kann das da rein. Und dann müssen wir jetzt hier nur sagen, du machst kein Kupfer mehr, du machst Iron Ingots. Genauso wie du. Wunderbar. So. Das heißt, jetzt kommt von dort das Eisen in Mengen, in rauen Mengen angefahren und wird hier dann auch zu Eisenplatten verschmolzen. So, hier werden die Eisenplatten ja schon rausgezogen. Okay, da passiert jetzt gerade nicht allzu viel, weil hier hinten nicht so viel passiert. Weil unsere Rohrfabrik voll ist. Da müssten wir jetzt eigentlich dahinter eine Fabrik anschließen oder oben drauf die Schrauben macht. Und hier müssten wir an dem Strang eine reine Eisenplattenfabrik anschließen. Da weiß ich noch nicht, wo ich die hinmache. Mache ich die Eisenplattenfabrik da oben drüber? Dass wir dann unten nur Rohre machen und oben nur Eisenplatten? Weiß ich nicht. Würde ich auch machen, ne? Und dann geht es von da aus weiter. In die nächsten Fabriken. Weil hier hinten hätten wir ja wieder Platz, denn da könnte man dann ja auf der Seite eine Schraubenfabrik hinmachen und dann auf der Seite eine Reinforced Iron Plate Fabrik. Das sieht ja erstmal so gar nicht so schlecht aus. Das könnte man vielleicht hinkriegen. So, gut. So, Eisen kommt da an. Hier werden die Platten gemacht. Na naja, gut, das läuft, das läuft. Aber der produziert halt nicht allzu viel, ne? Wie viel brauchen der? Der braucht 30 pro Minute. Das heißt, zwei davon könnten wir mit dem dort bedienen. Kann ich das Ding einfach breiter machen? Ich kann das Ding doch einfach breiter machen, dass ich hier noch zwei Fabriken daneben kriege, oder? Das kriegen wir hin. Alles klar. Okay, gut. Der Plan steht. Wir machen das Ding einfach breiter. Foundations, 4 Meter Foundation. Hier brauchen wir gleich ein bisschen mehr. Damit er dann auch gleich unter der Erde richtig drin steht hier im Saft. Und da die eh gleich viel kosten, ist das scheißegal, ob wir die kleinen oder die großen bauen. Wenn wir die großen brauchen, dann bauen wir auch die großen. Jetzt schon wieder los. Ach, hier fehlt uns der Beton. Alles klar, wir holen uns mal noch ein bisschen Beton. So, wie breit muss ich denn eigentlich überhaupt werden? Drei Platten breiter müsste ich werden, ne? Damit ich da zwei Fabriken hinkriege. Ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. Und dann können wir da nämlich noch schön Eisenplattenwerke machen, die dann einfach 60 bedienen, Splitter dazwischen und dann ist alles gut. Weil dann haben wir das alles relativ zentral und können das dann von da aus immer rausnehmen. Das stelle ich mir schon mal gar nicht so schlecht vor. So, oh ja, das hat ja schon mal ordentlich Beton gebracht hier. Immer Steuerung und anfassen was, ne? So. Irgendwie ging hier sliden. Ich weiß aber nicht mehr, wie das war, dass man den Berg so runter sliden konnte. Keine Ahnung. Oder das war ein anderes Spiel. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Wird auch ein anderes Spiel gewesen sein, ne? So, dann da drüber hopsen und dann geht's hier weiter mit dem Ausbau. Dann müssen wir gucken, dass wir hier mindestens drei Platten noch daneben kriegen. Das wird ja eigentlich nur hier oben interessant, ob wir da dann in den Berg reinkommen. So. Sieht aber noch gut aus. Und dann müssen wir das natürlich noch an den Rändern zumindest untermauern. Damit wir so halbwegs den Schein wahren, dass wir hier nicht irgendwas in die Luft bauen.
So. So. Nochmal drei Platten dran. Okay. Das könnte klappen. Dann brauche ich jetzt. Achso, jetzt muss ich erstmal wieder hier hinten die. Ist die da drauf? Nee, die ist hier drauf, ne? Irgendwo steht doch so eine Bank. So eine Produkt. Nee, steht hier nicht. Die doch da in der Fabrik drin? Dachte ich, hätte hier noch irgendwo eine Werkbank. Hätte ich jetzt erwartet. Na gut, haben wir nicht. Dann müssen wir uns mal schnell bauen. Hier, Crafting Bench. So, drehen wir so rum hin hier. Dann steht sie hier jetzt, dann haben wir sie hier. So, wir brauchen auf jeden Fall Schrauben. Denn wir brauchen Reinforced Iron Plates. Für die Fabriken, die wir jetzt noch bauen wollen. Wir wollen ja zwei Fabriken bauen, die brauchen ja mindestens sechs davon. So, und dann hauen wir die mal hier raus. Und dann haben wir auch schon mal die Eisenplattenfabrikation so ein wenig angehoben. Wir haben dann insgesamt 45 pro Durchlauf, glaube ich. Aber naja, besser als nichts, ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt hier Constructor. Diesen hier. So. Und stellen wir den mal da daneben. So, passt das schon mal. Was fehlt ihm? Ach, Cable fehlt ihm noch. Alles klar. Habe ich bestimmt kein Kupfer mehr dabei oder sowas. Na doch, es geht noch. Ein paar Cable kann ich machen. Mach mal aus das Menü. Ein paar Cable kann ich machen. So. So. Sehr schön. Und dann brauche ich da oben wahrscheinlich noch eine neue Fabrik. Ne? Also neuen. Na warte mal, ich habe dann 5 mal 4 sind 20. Das geht noch. Das geht gerade so aus mit dieser einen Fabrik. Okay, Constructor, so. Genau, das Orange muss mich angucken. So. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall aus dem Organisation ein Storage Container. Den stellen wir erstmal hier hin. Und den stellen wir natürlich auch hier hinten hin. So, dann brauchen wir mindestens einen Merger. Der muss nämlich hier hin. So, und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Splitter. Denn ein Splitter, naja gut, da kann man auch einen Merger nehmen. Das ist ja nicht völlig egal, aber es... So steht denn der jetzt nicht... Der steht nicht im Kurs, ne? Hat da wieder nicht drauf geachtet. Hat da nicht wieder drauf geachtet. Merger, der muss natürlich auch hier original im Kurs stehen. Sonst wird das ja nichts hier mit uns, ne? So, drei. So, von hier nach da. Von da nach da. Von da nach da. Und dann, wo ist hier der Ausgang? Da. Von da nach da. So, gut. Das hätten wir. Und dann brauchen wir hier vorne noch Splitter. Und zwar brauchen wir einen, der ja, den Eingang da hat. Und der muss den Eingang jetzt von da bekommen. So. Und dann kann man das hier aneinander binden. Dann kann man das aneinander binden. Dann kann man das da dran binden. Und dieses hier. So, dann brauchen wir noch einen Electric Pole. Den wir mal hier vorne mit, kann ich ihn hier noch irgendwie unterbringen, so. Wegen dem Durchlaufgeschichten, ne. So, dann brauchen wir hier Stromanschluss, von hier nach da, von da nach dort. Und dann natürlich nochmal einmal irgendwo einen Verbindungspol. Haben wir denn noch einen über? Warte mal, da sind vier dran. Okay, ich glaube, ich muss noch einen neuen Pol setzen. Ja. Okay, ich brauche noch einen Verbindungspol, so. Die Powerline müssen wir ganz kurz mal wegnehmen. So, dann müssen wir nämlich hier den erstmal den anschließen. Dann können wir den da anschließen. Und den müssen wir. Wo ist der? Wo ist der Turm? Da anschließen. So, jetzt sollte alles Strom haben, was hier Strom haben kann. Und jetzt müssen wir dann nur noch das Metall hier reinholen, ne? Das könnte natürlich wieder ein bisschen kritisch werden hier mit der Bauart, weil das jetzt so im Kurs steht, dass das hier nämlich nicht mehr
mit einer Mauer zu vereinbaren geht, glaube ich. Warte mal, wir könnten aber eine... könnten aber die Mauer nehmen hier. Dann steht das Fenster genau davor, ne? So. Zumindest würde es funktionieren. Gut, dann nehmen wir von hier jetzt natürlich... Achso, da müssen wir auch noch eine Mauer hinstellen erstmal. Ordnung muss sein. Richtig rum, ist richtig rum. Habe ich jetzt beim anderen gar nicht drauf geachtet, ob das richtig rum ist. So, da das Konveyorbällchen ran. Und dann hier das Konveyorbällchen ran. So. Und dann sollte jetzt hier so langsam aber sicher was gehen. So, was blinkt ihr jetzt hier? Rot. Consuming 4, Kapazität 20. Alles klar. Also Strom müsste genug da sein. So. Wir können ja mal ganz kurz mopsen hier ein. Einmal 100 Metall so von Hand hier reinstecken. So. Gut, die kommen jetzt hier raus. Zack, zack. Werden jetzt hier gesplittet, hoffentlich. Ja, werden gesplittet. Gehen denn da rein. Müsste doch eigentlich Geld wären. Was ist da los mit ihm? Achso, du weißt noch nicht, was du machen sollst. Iron Plate. Natürlich. Und du auch. So. Sehr schön. Also, haben wir das also auch geschafft. Sehr schön. Haben wir unseren Eisenplattenauswurf jetzt verdreifacht eigentlich, ne? Also vom ursprünglichen mal. Das ist schon mal ganz gut. Damit kann man leben. Jetzt müssen wir da bloß das Schrauben draus machen. Dann müssen wir die Platten mit dazu nehmen. Und dann können wir doch schon Reinforced Iron Plates machen. Und das auch dann in Serie produzieren. Puh. Schwierig. Aber gut. Warte mal, ich komme da oben drauf. Oh, jetzt bin ich hier irgendwo reingebackt. In irgendwas. Das wollte ich nicht. Da haben wir eine Leiter. So, dann gehen wir hier die Leiter hoch. Zack. Und schon stehen wir auf unserer neuen Produktion für Eisenplatten. Und haben dazu noch da drüben die Produktion in Gang gebracht, alles angeschlossen. Und haben in der Schmelze das ganze Eisenerz jetzt dort hinten, die vier Pads, komplett in Bedienung. Also ich würde sagen, das war ein durchaus erfolgreicher Tag heute. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Ciao, ciao.